Willkommen, willkommen zurück hier bei Der Coin Plays Black Myth Wukong. So, damit ich keine Zeit verschwende, habe ich mal wieder nachgeguckt und ich glaube, da würde ich auch erstmal beim Lebtag wieder nicht drauf kommen, aber ihr werdet sehen, was ich meine. Ihr seht zum einen, das Ding liegt jetzt hier einfach doof rum. Das ist schon mal schön, weil dann können wir das Ding absorbieren. Aber deswegen bin ich nicht hier. Das ist nur Bonus. Und Untoben Ubunden. Ah ja. Der Auserkorene nimmt die Gestalt von Untoben und Ubunden an, verbindet dann die beiden zu einem Eisenball, der hochspringt und herunterkracht und dabei Feinde dreimal hintereinander trifft. Erhöht die Verteidigung erheblich, verringert den Angriff jedoch moderat. Die Frage ist, ob der Effekt sich umkehren lässt, wenn man ihn komplett upgradet. Aber anyway. Der Grund, warum ich hier bin, ist relativ simpel. Wir waren da, wo ich war, für den Karren richtig. Der hätte da sein müssen. Aber man muss dafür nochmal mit dem Ochsengeneral sprechen. Und zwar angeblich hier oben, wo man gegen den dritten Karren gekämpft hat selber. Und da wäre ich wahrscheinlich meinen Lebtag wieder nicht drauf gekommen, es sei denn, ich wäre durch dieses gesamte Gebiet nochmal gelaufen. You brat, fighting for your own pleasure. Hä? You should have spared me a cart, before my axe gets rusty. Sorry? I can see the king from here, stripped of his mount and weapon. Moment, I wonder what's behind all this. What else is hidden in this mountain? I feel blind. Blind. We should find the king's mount first. Also nochmal, der hat ein Reittier? Der? Bishui Beast is treasured by the king as his own kin. How could it simply vanish? Weird. The Bishui Beast is treasured. Okay. Das wiederum dürfte jetzt dann die weitere Sidequest in Gang gesetzt haben. Und dann kommen wir auch weiter. Es ist egal, wie lange ich dieses Spiel spiele. Ich finde immer etwas nicht, worüber ich mich drüber aufregen kann. So schlimm finde ich das jetzt nicht, sondern ich bin halt. Ich glaube, dich habe ich schon mal umgehauen und du hast mir ein Level Up verpasst. Ich bin halt wirklich fasziniert davon, wie oft ich scheinbar an allem vorbeilaufe. Weil an dem bin ich nicht vorbeigelaufen. Er ist halt nicht gespawnt an dem Zeitpunkt. Und immer wenn ich geguckt habe, war er auch nicht da offiziell. Also insofern bin ich eigentlich schon wieder fast unschuldig. Aber der Punkt ist halt, es ist Wahnsinn, wie viel ich hier ständig verpasse. Oder verpassen würde. Außer natürlich, dass man sich so ein bisschen dran gewöhnt. Ne? Mir war halt dann zumindest klar, okay, es muss ein geheimes Gebiet in diesem Spiel in jedem Level geben. Wobei ich auch gedacht hätte, es gibt in jedem Level ein Gefäß. Aber nein, es sind nur vier Gefäße. Davon mal ab. Aber ja, anyway. Jetzt bin ich den ganzen Weg hier hochgelaufen. War der Ochse nicht mal da? Sei jetzt weg. Jetzt bin ich hier einmal wieder komplett hochgelaufen, damit wir von hier zurückreisen können ins Feuerfeld. Jetzt ist er auch als hier markiert. Ist auch wieder schön, ne? Dann kommen wir da hin und dann müsste da jetzt der Karren auftauchen, der letzte. Und sich dann das Geheimgebiet öffnen. Und dann gibt es noch ein paar Bosse hier zu schlagen. Und ich finde, bevor wir Kapitel 6 halt wirklich anfangen, sollten wir auch das erstmal fertig machen. Also im Endeffekt dasselbe machen, wie ich es mit jedem Kapitel gemacht habe. Erst das Kapitel richtig offiziell durchspielen und dann kann man sich ja um andere Dinge kümmern. Ja, guck an. Das so ist richtig. Aber mich ankacken mit Problemen, ne? Ist klar.
Ist er noch in den Endcredits von Kapitel 5? Ja, du hast da voll Probleme gehabt. Oh mein Gott. Vielleicht hatte das Ding recht. Der Kapitelsprecher. Vielleicht hatte er recht. Oh Gott. Der Karren ist von all den Karren der stärkste Karren. Aber das ist ja zu erwarten vom Karren Nummer 5 in einer geheimen Questreihe. Der muss ja ein bisschen was drauf haben. Wäre übrigens witzig, wenn bei der Verwandlung die Monkey-Armee mitmachen würde. Ne? Das fände ich ja irgendwie sehr unterhaltsam. Vermutlich ein bisschen overpowered zugegeben, aber ich fände es unterhaltsam. Einfach plötzlich keine Monkey-Armee, sondern eine Monkey-Tiger-Armee. Oh, man. Nein. Wenigstens konnte er mir damit nichts, mit den Auspuffgasen da. Ah, ich hätte jetzt irgendwie mit einer direkten Cutscene gerechnet oder so, weil, ne, der arme Kerl liegt da ja. Aber augenscheinlich nein. Oh, eine Flammenkugel. Eine Rarität. Ja, hä? Da habe ich kommen sehen, dass es sowas ist. Hi, Kumpel. Ich möchte anmerken, dass ich einmal gegen ihn verloren habe, weil ich nicht aufgepasst habe. Der Karren. Aber nicht. Ne? Also, my King. He treated me well. To die for him, I would not regret it. But I failed, brother. Failing his mission is what I regret. My King must have done something reckless for that dumb boy. The truth, I wager, lies beyond that door. That cursed cart was no match for me. I went easy on it. That's all. Quite a good lad you are. But remember, don't be swayed. Stay true. Man, ich mochte ihn. Also bis er sich selber umgebracht hat. Indem er wie so ein Depp auf seine Wunde gehauen hat. Das war jetzt nicht das Schlauste, was er getan hat. Wobei, vielleicht wäre er auch so gestorben, das weiß man nicht, aber... Geh nur einmal zum Schrein zurück. Keine Ahnung, ob es was bringt oder nicht, aber... Naja, kleine Schreihälse ewig. Hätten sie ruhig ein kleines bisschen näher an diese Tür bauen können. Bin ich ja ehrlich, aber... Ne. Gut. Bäh. Und zurück. Jetzt müsste sich jedenfalls, dadurch, dass das die letzte Sidequest war, beziehungsweise das ist die Sidequest war, müsste sich diese Tür eigentlich öffnen lassen. Warum er es nicht einfach vorher gemacht hat, wenn jetzt unser Affe da was macht, weiß ich nicht. Werde ich nicht verstehen, aber egal. Ding, 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 ding
schlecht. Haben wir also noch ein Eisgebiet. Bevor wir wieder auf den Berg zurückkehren. Wir haben ein Eisgebiet in einer Lavahöhle sozusagen. Schon krass. Ernsthaft. Ernsthaft, das ist noch ein Frosch. Wirklich? Okay. Noch ein Frosch. Das war ein Ticken zu früh für den Lähmungszauber, aber meine Jungs regeln das schon. Und wie sie das regeln. Warum existiert der überhaupt noch? Mal ehrlich. Sorry, aber... Why? Jetzt habe ich übrigens keinen Bock wieder zurückzulaufen. Also egal was jetzt kommt, ich nehme einen Tod. Ich nehme auch gerne einen Tod hin, aber ich glaube nicht zurück zu dem Speicherpunkt. Der ist mir dann doch ein Millimeter zu weit entfernt. Und mit Millimeter meine ich... Minuten. Stunden. Aber warum ist da noch Frosch? Wofür sind diese Kaulquappen? Kann ich die überhaupt für irgendwas verwenden? Ich werde es da irgendwann herausfinden, aber es ist, glaube ich, die 5. Schale Kaulquappen. Vielleicht gibt es auch in jedem Kapitel einen Frosch, dann haben wir halt hinterher 6 Kaulquappenbecher. Ist nicht ganz unwahrscheinlich, ne? Bishui-Höhle. Bishui. Biscuit. Kekshöhle. Whatever. Oh, ich bin wieder vergeilt worden. Das ist... Naja, gut, es ist das geheime Areal. Da wurden wir ja auch mal gerne vollgeheilt. Das ist sehr nett. Dann wollen wir das doch mal ausnutzen. Was war das jetzt? Als erster Kick, der mich getroffen hat von ihm? Ich glaube ja. Weird. Okay. Geht da runter? Nein. Aber ich muss ja immer sofort gucken. Einfach wissen, darf ich da runter oder nicht. Mehr muss ich auch erstmal direkt nie wissen, aber die Frage ist halt da. Kann ich darunter? Soll ich darunter? Au. Ernsthaft? Ich habe die nie ernst genommen, aber jetzt können wir mal sehen, dass sie zumindest, wenn sie zu zweit in einem Raum sind, tatsächlich doch was können. Und ich habe es gerade gesehen. Meine Urne hat sich wieder selbst aufgefüllt. Der Bienenbergstein macht Dinge. Oder mit anderen Worten, der funktioniert halt zumindest. Irgendwo ein neues Rezept. Ich möchte anmerken, ich habe immer noch aus... Abgesehen von der einen Pastille, die ich mal aus Versehen gegessen habe, während ich tatsächlich an einem Schrein stand, also... Gebracht hat sie mir gar nichts, aber... Ich habe bisher eine einzige Medizin zu mir genommen und das nur aus Versehen und sie nicht mal benutzt. Ich will jetzt nicht sagen, das Spiel ist einfach deswegen, sondern einfach nur die persönliche Beschränkung funktioniert. Manchmal funktioniert sowas wirklich, aber ich bin kein Typ für Challenge Runs, bin ich halt auch ehrlich. Es sei denn, es gibt eine Trophäe. The Arising zum Beispiel habe ich ohne das Hauptheilmittel gespielt, weil es eine Trophäe gab. Da bin ich immer Feuer und Flamme sozusagen, da bin ich voll dabei. Na, was kommt jetzt wieder? Ja. Even uglier than me.
anymore. In the haze of what, you wicked lad? Our Lady Arthur, to guard this place, not to check another face. Kill whoever breaks in was the order. By your word! Okay, also der Boss, den wir schon mal gesehen haben. Also gesehen haben in Anführungszeichen. Mit neuen Gesicht. Nimmst du gar keinen? Doch, der nimmt Schaden. Aber nicht so. Also man muss sie richtig treffen, wa? Okay. Ah. Das ist ja nervig. Das ist mega nervig. Weil sie keine Rüstungsanzeige haben, aber man richtig treffen muss. Au. Okay. Ist die Eisenkugel kleiner? Ist das? Au. Ja, ich glaube, sie ist kleiner. Yeah, perfekte Ausweichskills hier. So hin und wieder. Schöne Musikclues. Gefällt mir. Also ich weiß nicht, ob man es so richtig gut gehört hat, aber man konnte halt hören, ob man ausweichen soll oder nicht. Das gefällt mir. Die Gegner selber gefallen mir immer noch nicht, weil ich das echt nervig finde mit dem Treffen, aber... Also mögen tue ich sie jetzt halt trotzdem nicht, weil mir das auf den Senkel geht, aber die Idee an sich bin ich ganz unterhaltsam. Au. Au. Na, wenn wir schon dabei sind. Kann ich zufällig auf sie wechseln? Nein. Mist. Ich meine, hat funktioniert, wie ich es wollte. Ah. Na, komm mal. Danke. Will ich nur irgendwie es schaffen, die noch umzunehmen. Was halt im Großen und Ganzen genauso nervig ist. Yeah! Also... Sind die jetzt tot? Oder haben sie sich nur entschieden, dass ich deren Mühe nicht mehr wert bin? Ich bin mir da jetzt gerade nicht sicher, aber ich verbuche das mal als Sieg. Weird. Und irgendwie halt echt nicht schön. Das ist eher nervig als... Also das ist wirklich eher nervig als schwer. Das macht es halt auch echt nicht besser. Schweinemann. Ich komme, um dich zu holen, Schweinemann. Oder Ochsenmann oder whatever. Er hatte jedenfalls mal wieder keine Chance. Was ist da? Zeug. Zeug. Ups.
Doppelwups, Dreifachwups. Jetzt aber. Jetzt aber! Stark erhöhte Ausdauer. Das ist schön. Wow. Okay. Das ist das erste Mal, dass die rote Augen haben. Oder hatten. Ich glaube ja. Speichert. Ich sehe einen Speicherpunkt und der freut mich sehr. Sind das eigentlich dann die 6 Wächter, von denen mal geredet wurde? Also der Feuerkopf und der Windkopf, die alte Schachtel mit dem Typen da und dann halt die beiden. Sollen das die 6 Wächter sein? Ich frag nur, weil da kommen wir gerade genau auf die Zahl 6, ne? Das würde halt Sinn machen. Naja. Hallo. Das sind eine Menge von denen. Das ist nur ein kleines bisschen nervig. Moment, haben wir gleich. Aber haben wir nicht gleich. Ich nehme alles zurück. Zugegeben, ich habe aber auch erwartet, dass die, nennen wir es mal vorsichtig, Schockwelle, die da hätte entstehen können, deutlich mehr von denen umhaut. Aber dem war halt leider nicht so. Also nochmal auf ein neues. Vielleicht auch einfach in schlauer. Ich nehme zurück. In schlauer geht nicht so richtig, weil sie alle kommen. Ah, du gehst mir jetzt schon wieder auf den Sack. Okay, damit können wir arbeiten. Damit können wir sehr gut arbeiten. Danke sehr. Wahnsinn. Also, schon anstrengend. Das Eisenhorn des Stierkönigs. Aha. Knoten der Leber. So. Ich meine, dich habe ich gesehen, der andere hat mich aber sehr abgelenkt, bin ich ehrlich. Ah, der andere ist ein Miniboss. Der dann jetzt trotzdem höchstwahrscheinlich drauf geht, aber... Er war ein Miniboss. Er hat sein Bestes gegeben für Volk und Vaterland oder so. Ich weiß es nicht. Und schwupp. Der Stiergouverneur. Der Gouverneur. Wo ist er? Nein? Ja. Er stürmt auf den Feind zu und schwingt seine große helle Barde. Er stößt sie in den Boden, um beim Treffer Brandschaden zu verursachen. Und wen wundert's? Erhöht den Brandschaden moderat. Ja. Geld! Da ist nichts. Schön. Schön, schön, schön. Schön, schön, schön. Schön, schön, schön. Könnte auch böse Kombinationen da sein. Mal sehen. Ah, oder man... Na, na,
Ja, dann rutschen wir halt hier wieder komisch durch die Gegend. Das war nicht unbedingt mein Plan, aber ist halt eine der Möglichkeiten. Ich meine, gut, okay, fein. Wir haben damit nur den Gegner umgangen, ne? Ist noch nicht ganz so schlimm, wie ich dachte, aber war trotzdem nicht unbedingt ursprünglich der Plan. Und da hätte man einfach runterfliegen können dann. Also springen. Also, da darf ich nicht rein. Aber ihr habt gesehen, ich hätte mich mit vollem Karacho da reingeworfen. Ich war Feuer und Flamme, wenn man so will. Ich darf halt nur nicht. Aha, es ist tatsächlich eine Eishöhle. In einer Lavahöhle. Unbewachter Schatz. Okay. Don't mind if I do. Gib mir das Ding und sag adieu zu deinem Inhalt. Eine Menge himmlische Bänder, ne? Und Geistkern. Rutschen fühlt sich immer noch komisch an. Mir kann irgendwie nichts passieren, aber ich kann dafür sorgen, dass die Rutschpartie irgendwie nicht so funktioniert, wie sie sollte. Es ist schwer zu beschreiben, aber es ist ein komisches Gefühl. Pieks. Ja, mal gucken, ob hier um die Ecke jetzt noch ein Bosskampf kommt oder nicht. Das sieht nach einer guten Arena aus. Was ist hier? Achso, wann ist mein... Wann habe ich den... Ich bin verwirrt, weil ich schwören könnte, ich habe nicht den Lebenszauber probiert, bevor ich weggeschleudert wurde, aber... Ah nein, ich hänge in irgendeiner Ecke fest und weiß nicht, wie ich ausweiche. Oder ob ich ausweiche, oder wo ich bin. Aua. Doppelaua. Oh mein Gott, ist die Kamera kommt da nicht mal mehr mit. Ist okay. Wahnsinn. Ich habe Feuer angefasst. Feuer nicht gut. Ich weiß, muss man mir eigentlich sagen, sowas, aber stelle fest, Feuer doof. Du bist umgefallen und hast mir Schaden gemacht. Bro! Ah, du bist so einer. Ich kenne so Gegner wie dich. Das klingt jetzt so mächtig krass, aber ich habe schon so das ein oder andere Souls-Spiel gespielt, wo halt so ein Gegner wirklich einfach am Umkippen ist. Und die Umkipp-Animation dann halt auch wieder mächtig Schaden drückt. Oh mein Gott, die Kamera war wirklich stellenweise einfach nur sich denkt, ja, mach du mal. Wenn du ihn fängst, hast du gut gemacht. Alter, das besteht alles nur noch aus... Ja. Aha. Alles nur noch aus Feuer. Aber das war's. Feuerzeug. Ah, das war dann der geheime Boss, also der letzte geheime Boss hier. Ich wette, ich habe ihn in der Höhle auch wieder einen verpasst.
Da war irgendwo noch so ein Weg in den Posttal. This child be born, but he never knew my struggles. How can we but follow the master's word? Rakshasi, you know it was he who made you drink from the river of childbearing. Shut it. You shall never speak of it. The king knows why I had to drink it. But I haven't glimpsed him ever since then. He made it another reason for his absence. Rakshasi, your husband shirks dishonor this way. He granted you this cave with his Mount Bishwe beast as its sentinel. He's compromised enough for the sake of our master. You will seal your lips on this. Our family would be doomed if anyone knew the truth behind this child. Fear not. Master bids me aid you in secret. You and the bull, you will rear this child to manhood. And when the boy comes of age, well, on that day, he will be living proof of the dark deeds of Mount Lingshan. Why? Ich meine, ist ja nicht so, als hätte ich die dazu gezwungen, das zu trinken. Verwirrend. Aber ja, ich werde mich vor dem nächsten Part noch erkundigen, ob es da einen weiteren Boss gibt, den wir jetzt nicht gesehen haben. Und ich gehe jede Wette darauf ein, dass ich da wieder irgendwas verpasst habe. Mutig Eishöhle links abbiegen oder sowas. Aber ja. Wenn nicht, umso besser. Als Belohnung kriegen wir noch das Eisenhorn des Stierkönigs dreimal dazu. Himmlisches Band. Die Bishui-Tiertrense. Feiner Goldfaden. Geisteskern. Korb mit Feuer und Wasser des Daoisten. Ah. Moment, Korb. Letztes Mal, wo ich nachgeguckt hatte, hatte der eine Tasse oder so, aber. Oder Schüssel, sollte ich eher sagen. Oh, und damit können wir hier was Neues bauen, wenn ich. Oder was. Ne, Moment, das. Doch hier. Stab des Bishui-Tiers. Oh. Naja. Seine Deckung hat er verlassen, seine Absichten enthüllt, seine Hast war vergebens. Halt auch nicht so gut wie dieser Stock. Ich meine, um 3 Punkte, ne? Das ist ja im Endeffekt. Wen interessiert es halt quasi, ne? Aber es sind halt 3 Punkte. Plus kein Zusatzeffekt. Höhere Crit-Chance war das, glaube ich, gerade. Ne, da ist halt theoretisch, finde ich immer noch mein Stab besser. Ein bisschen Donnerschaden. Achso, die Rarität muss ich mir noch angucken. Ja, ja, gleich, sofort. Uah. Da war ein guter alter Monkey Jump. Und schon waren wir außer Gefahr. So. Oh, Rüstung. Also irgendwie, aber irgendwie. Okay, wenn ich standhaft bin und Schaden kriege, dann ist toll. Hier kommt aber, glaube ich, das zu Trage. Ah, habe ich ganz vergessen. Stimmt, Horn des Dämmerungsschleiers. Das war das eine Fieder. Ja, ja. Was ich, glaube ich, mal angesprochen habe. Wenn ich alle Rüstungen haben will, muss ich New Game Plus spielen, weil das da kostet 2 Hörner, das da kostet 2 Hörner, das kostet 1 Horn und das kostet 1 Horn. Ich komme also maximal auf ein Plus 3 vom Set her und das war's dann. Und das ist... Ist, glaube ich, bisher das Einzige, wo das so ist, aber die Tatsache ist halt, ich müsste dann New Game Plus spielen. Und das tue ich, wenn für mich, nicht für euch.
Aber ja, das war's für diesen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest beim nächsten Mal dann Kapitel 6. Bye, bye. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Patreons bedanken für ihre Unterstützung für den Kanal. Da hätten wir Snowvillier, Pan88, MihoYam und Nikita. Vielen Dank, dass ihr mich unterstützt und an das Projekt hier glaubt. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß, wenn ich meinen inneren Affen aus mir rauslasse und mit dem Stock zuschlage in Black Myth Wukong. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, abonniert den Kanal, liked das Video und vor allen Dingen kommentiert das Ganze. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bye, bye.